Ja, hallo und herzlich willkommen bei Prado.at. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir ein richtig cooles Unboxing und zwar handelt es sich um die Nintendo Switch OLED und zwar die Pokémon Scarlet und Violet Edition. Das Ganze kostet circa um die 350, 360 Euro, wenn ihr es im Moment kauft. Ich habe es bei Amazon bestellt, das ist jetzt ausverkauft. Das gibt es ja zum Beispiel beim eShop. Da bekommt ihr im Moment doppelte Goldpunkte. Das heißt, ihr bekommt 700 Goldpunkte, was echt ein ziemlich cooler Deal ist, für die, die das in Erwägung ziehen, vielleicht zu kaufen. Es ist meine dritte Switch. Ich habe die normale Switch damals gehabt. Ich habe jetzt die Pokémon-Version, die von Diamant und Pearl gehabt, für das Handheld. Und jetzt haben wir die Pokémon-Edition für die OLED-Switch. Ich habe keine OLED-Switch noch. Das heißt, das Ganze ist für mich neu. Ich bin ziemlich gespannt. Ich mag das Design von der Basisstation ziemlich gern. Gut, das Hauptgerät hat dann hinten Sachen. Die sind auch schön designt hier, die in den Farben der Editionen, die Joy-Cons. Ich bin gespannt. Wir sehen es in deinem Switch-Logo hier oben, ist im Style, die Artworks, die Starter-Pokémon, wie sie dann zum Erwarten sind. Der Karton oder die Verpackung ist komplett anders als damals bei der originalen Switch. Schaut euch dazu mein Unboxing gerne an. Ihr seht da nochmal, was drinnen ist. Die OLED-Version mit 64 GB in der System Memory. Dann haben wir die Dock fürs LAN-Port, das ist auch neu. Ihr habt einen Adjustable Stand, Support, Adjustable und so weiter. Dann sehen wir schon die Highlights von dem Ganzen. Und das jetzt noch einmal vorne, wie es alles ausschaut. Und dann seht ihr auch eben hier hinten. Ihr seht, wie die Teile dann ausschauen. Schön designt in weiß, auch auf der Rückseite der ganze Ständer. Da war dann der Pokéball hier auf der Seite noch oben, was ziemlich cool ist. Ich mag das Design hier, die Starter-Pokémon, die auch auf den Joy-Cons oben sind. Dann seht ihr die Halter für die Joy-Cons mit den Schlaufen. Auch die Schlaufen scheinen das Material in den Farben zu haben. Cooler Ständer, der auch alles in den Farben ist. Hier sehen wir die andere Seite von der Verpackung mit allen Inhalten. Oben sehen wir das Nintendo-Logo und auf der Unterseite sehen wir einen Haufen Sachen. Ja, ich würde sagen, wir machen es auf. So, ich hoffe, ich kriege es auf, ohne dass ich alles zu sehr hinmache. Das wollte ich nämlich nicht. Genau das wollte ich vermeiden. Ich mag solche Kartons von Spielekonsolen. Ups, das ist nicht gut. So, ich wollte gerade sagen, ich mag solche Kartons von Spielekonsolen. Das ist echt immer lustig. So. So schaut das Ganze aus. Ihr seht hier die OLED-Konsole, ihr seht die Joy-Cons, so ist das Ganze eingepackt. Ihr könnt dann da alles rausnehmen, im Plastik eingepackt, so wie damals, wenn ihr Sachen gehabt habt. So, ich stelle das kurz wieder ab. Schauen wir kurz rein. Das ist ein bisschen, nein, es geht gut zum Rausholen. Wunderschön hier, leider schon raufgedrückt. Ihr seht mich. Ja, wunderbar das Ganze. Die OLED-Variante mit dem Dock. Auf der Rückseite sehen wir hier schön die Bedruckung. Es ist echt cool. Ich habe echt lange darauf gewartet, dass sowas im Pokémon-Design letztendlich rauskommt. Die Splatoon-Version schaut auch ziemlich cool aus, finde ich. Also da habe ich echt ein paar schöne. Ich weiß, vielleicht kommt, sie werden jetzt das Ganze nochmal ausschlachten und die Leute versuchen zum Kaufen zu bewegen. Da sehen wir den SD-Kartenschlitz setzen. Da könnt ihr die SD-Karte, die Micro-SD-Karte rein tun. Das ist auch anders als bei den alten Switches. Ja, wunderschön. Der Ständer lässt sich gut rausnehmen. Wackelt aber jetzt nicht irgendwie so wie bei der alten Version. Dann habt ihr den Game-Card-Slot hier. Wie es halt so ist. Und ja. Sagt euch, ich greife es an und es ist schon alles staubig. Was mache ich falsch? So, die legen wir jetzt mal auf die Seite. Dann haben wir da den Joy-Con Nummer 1. Auch in Plastik schon eingepackt.
tue das Plastik gleich wieder rein da. Dann kann ich es in 10 Jahren wieder auspacken, so wie es ist. Das ist ein wunderbarer Joy-Con. Meine Lieblings-Joy-Cons vom Designer sind die Zelda-Joy-Cons. Das sind die einzigen Spezial-Joy-Cons, die ich abgesehen von den Originalen habe. Ich habe ein paar Pro-Controller dafür, 3 Stück. Hab ich mir gedacht, wenn wir schon spielen mit Freunden. Ich habe die Switch-Controller zum Beispiel, also die Nintendo 64-Controller auch, 3 Stück. 4 Stück. Schaut euch auch da das Unboxing an. Das ist jetzt schön bedruckt alles. Schaut echt schön aus und ihr könnt es dann einfach auf der Seite da festmachen. Und dann machen wir den nächsten. Ich mag die Farbe sehr gern eigentlich. Eine coole Farbe hier. Wie gesagt, die Splatoon sind fast die sind echt cool. Also die sind so besonders irgendwie. Und schaut euch das an. Schaut echt cool aus mit dem bedruckten Logo oben. Auch da die Starter-Pokémon schön bedruckt hier in der inversen, Farbe hier. Wunderschöne Joy-Cons. Wunderschöne Konsole. So schaut das aus. Viel größer als da die Fläche dazu, wenn es das dann einschaltet. Und schon lässig. So, dann können wir das da hochgeben. Ich lege das da auf die Seite. So, jetzt schauen wir da rein, wie das jetzt die nächste Tasche ausschaut. Ihr habt da den Ständer, ihr habt einen Haufen Kabeln und wir fangen mit dem. Das wäre natürlich cool, wenn das oben bleibt. So. Wir fangen mit dem coolen Ständer an. Schauen wir wieder. Auch da mit Verpackung, aber hier unterschiedliche Verpackungen, wie ihr seht. Einerseits diese Bubbles. Und andererseits dieser Schutz hier noch, den man auch von alten Nintendo-Konsolen kennt. Wer den Nintendo 64 hatte, wird sich daran, oder die Nintendo Switch, glaube ich, war so verpackt. Coole, oh, ist das schön. Ich habe gedacht, da ist noch Plastik drauf, aber ist es nicht. Das ist so richtig, nicht so rau wie die Switch Rocking Station von den, neuen, oder von den alten. Unten ist es so ein bisschen so Gummi und hier ist es so eine glatte Fläche, die schön bedruckt ist. Da habt ihr ein Logo, dass das wahrscheinlich mit dem Fernseher verbunden ist oder so. Dann habt ihr 2 USB-Stecker hier. Wunderbar hier in schwarz, alles durchglänzend, was bald verstaubt sein wird. Hier ist Nintendo Switch-Logo noch einmal wunderschön oben. Rückseite ist dann so rau, also da ist nicht so glänzend, auch das bedruckte dann nicht. Ist jetzt HDMI. Dann nochmal das Copyright mit Game Freak und so weiter. Die Frage ist, wie das Ganze aufgeht. Achso, ihr habt das ist nur zum Runternehmen. Während es beim alten ja zum Aufklappen war, so ist das dann nur zum Rausnehmen. Da habt ihr ein LAN-Board, da könnt ihr gleich verlaufen lassen. Bei der alten habt ihr es so rein, habt ihr noch so Führungen noch gehabt, dass ihr es noch durchbringen habt können. Da habt ihr ein HDMI-Board und USB-C. Genau, spannend, weil das ist der Bauadapter, HDMI und das ist LAN. Also da ist eigentlich nichts Spezielles mehr da drinnen. Das heißt, alle. Ich mag das. Da hast du die Kabel noch zum Rausführen. Schaut wunderschön aus. Echt ein Traum, das Ganze. Sage ich jetzt schon. Dann haben wir hier das HDMI-Kabel. Das werden wir jetzt einmal so lassen. Da steht das Nintendo-Logo drauf. Da werde ich schauen, was ich habe, weil ich habe eh im Moment einen Haufen, die überall herumliegen. Dann brauche ich, da kann ich das da liegen lassen. Dann haben wir den Power-Adapter. Ich denke, auch der wird nicht viel anders sein als die, was wir schon haben. Ich hole ihn trotzdem raus, damit ich da den richtigen habe für das richtige Modell. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Unterschied macht. Ist jetzt beim Adapter. Schönes Nintendo-Logo hier oben. Da steht dann nicht wirklich viel oben, außer dass er da halt die, ja, welche Variante er ist. Und ja, da, auch da ist Nintendo-Logo drauf. Und ja. Schön, schön. Was haben wir noch? Das ist schade, dass das nicht bedruckt ist, oder? Der Style da für die Joy-Cons. Das ist leider nicht bedruckt, das wäre richtig cool gewesen. Wir können uns anschauen, wie es ausschaut mit den ganzen, mit so einem Joy-Con drauf, aber ich verwende das jetzt gar nicht so gern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr das immer verwendet.
Jetzt das und dann arg, dass meine Staubgenerierung im Moment so arg ist. Das Display schaut. Ja, schaut interessant aus. Cooler wäre es in weiß gewesen, muss ich sagen. Einfach weil. Also, wenn das in weiß gewesen wäre, dann würde es halt irgendwie zur Docking Station vielleicht nur passen. Aber. Klar, da hast du es dann auch in schwarz als Zwischending. Das können wir wieder reingeben. Das werden wir jetzt da original drinnen lassen quasi. Ich habe nicht wirklich viel verwendet, den anderen. Und das war's. Also HDMI-Kabel, wie gesagt, das lassen wir jetzt auch einmal drinnen fürs Erste. Einfach da rein in dieses Fach. Und da ist jetzt noch die Anleitung auf der Seite unten, dass ihr jetzt was wir anstecken könnt, was beachten müsst beim Anstecken und irgendwelche Warnhinweise. Ja, schauen wir mal. Wichtig ist, dass wir das alles dazu machen können. Und das war es eigentlich von der Switch-Verpackung, vom Unboxing. Also wie gesagt, ich hoffe, das hat euch schon einmal gefallen. So stellen wir es jetzt einmal hin. So schaut die Switch aus. Schaut schon echt lässig aus. Das Display ist wesentlich größer. Wenn ihr das dann in die Docking Station reingebt, dann habt ihr es jetzt auch, wie das ausschaut. Ein bisschen wackeln tut es, muss ich sagen. Was ich ein bisschen komisch finde. Also ich weiß nicht, ob das bei den neuen ist, einfach so sein soll oder ob ich da irgendwas jetzt falsch gemacht habe. Aber normal steckt es drin. Wundert mich, dass das so wackelt. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen Schutz. Oder jetzt ein Kratz aus Bildschirm. Aber sehr schön das Ganze, muss ich sagen. Schaut lässig aus und wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch auch. Und schreibt mal rein, was eure Meinung ist zu dem Ganzen. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt auf die Qualität vom OLED-Display. Da werden wir dann schauen. Wie gesagt, da oben habt ihr die gleichen Tasten wie immer ausschalten. Gut, das ist ein bisschen anders. Volumen hier. Und der Kopfhöreranschluss, da ist alles normal. Da ist jetzt noch einmal die wunderbare Rückseite. Und auch eben, wie das Ganze von hinten eben auch ausschaut, wenn ihr es da reingesteckt habt, dass ihr dann auch ein bisschen von dem Design seht. Ist echt lässig, finde ich. Ja, das ist sie, die OLED Switch. Ich freue mich mega. Ich habe echt drauf gewartet. Ich freue mich. Die alte werde ich schauen, was ich mache. Vielleicht gebe ich es meinem Bruder. Und die Lite hebe ich natürlich auf. Die ist auch im Pokémon-Design. Ein cooler Karton, ein cooles Design. Gefällt mir sehr gut. Was irgendwie cool wäre, wenn die ganze Switch in weiß wäre. So wie die Station. Aber es ist auch so richtig lässig. Gefällt mir gut. Bin happy damit. Schreibt mal rein eure Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Euer Bradam. Ciao.